Also, Basic Two-Card Combo von dem Deck hier aus Tourguide plus irgendein Revival Spell. In dem Fall die heute, weil es neu ist. Und Combo nur neu, komplett neu funktioniert. Fang Sim hat Normal Summon Tourguide. Normal. Special Summon. Finish Rhino. Dann. Finish Rhino am Tourguide. Kiste. Klassisch. Rubini. Effekt Finish Rhino Warrior. Send. Archfiend Ares. Dann, weil Archfiend Ares durch Karteneffekt auf den Friedhof gesandt guf, kannst du ein Archfiend Monster adden. Also Infinity Archfiend. Dann mit Cherubini sendest du Level 3 Monster auf the Grave. Und zwar Infinity Necromancer. Dann mit der neue Revival Spell. Special summons the Level 4 der Mana Fiend aus dem Grave. Zwar Necromancer. Und du discards a Fiend. Also Archfiend. Da weil es keine Karte mehr im Grab ist. Am Idealfall natürlich, sonst musst du besser rundherum spielen. Benutzt der Necromancer seinen Effekt. Dann ein Archfiend. Dann triggert Archfiend. Und du adds Infinity Launcher. Archfiend aus dir 5 zusammen. Das heißt, ab dem heutigen Moment können sie Nibiru machen. Ich weiß nicht nur, was geschieht, wenn sie Nibiru machen. Weil du sind drei Monster im Feld, mit denen die kann Apollosa machen. Das heißt, wenn sie nicht Nibiru machen, fressen sie Apollosa. Und das machen wir auch. Test. Wir sind an Apollosa. Hier 3. Wir sind an Apollosa für 3. Dann aktivierst du Launcher. Effekt für Launcher. Special Trick. Archfiend. Necromancer. Archfiend Trigger drin. An Archfiend add. Den Infinity Patriarch. An Infinity Patriarch kannst du selber aus der Hand special, wenn die letzte Karte an der Hand ist. Und das ist ja in dem heutigen Fall, das hätte Archfiend gut können triggern. Ich summons den. Overlay Archfiend der Patriarch. Into. Number 60 Dugares. Dann Effekt für aus dem Grave zu specialen. Detach. Weil den Archfiend lang Grave hast, kann man Archfiend zurück sammeln. Dann triggert natürlich Archfiend doch nichts. An Archfiend searched. Eine neue Karte. Infinity Paranoia. Paranoia kannst du ein Dark Monster attributen und ein Infinity Monster am selben Level als dem Deck Special. Einfach muss ein anderer Nummer holen und den Effekt das negated. Dann setten wir die. Und wir linken Archfiend an Dugares. Into irgendein Link 2. Ich Barricade Borg, weil ich den auch mit einem normalen Monster machen kann. Dann Effekt Necromancer, weil wir den nicht benutzt haben. Dann haben wir Archfiend. Archfiend triggert schon ist. Ein Archfiend searched Mirage. Den Log glücklicherweise endlich Reprint kriegt. Dann, wenn das mal Paranoia, Tribute den Necromancer. Und sammeln aus dem Deck Infinity Wildcat. Auch vom neuen Support. Wildcat ist ein Tuner, also gehen wir low an Needle Fiber. Das du hast Needle Fiber, das ist ein Proxy, weil ich im Moment keinen habe. Needle Fiber Effekt summoned Level 1 Tuner Infinity Avenger aus dem Deck. Dann gehen wir auf Linkross und machen 2 Tokens. Ich will einfach 2 Sleeves zu hin. Weil links direkt weg, Synchros direkt weg. E Level 1 Tuner, 2 Level 1 Tokens hier. Marshall Metal Marcher. Marcher Target Infinity Wildcat. Dann Blocker, Linkross, Marcher gehen an Sayuja. Weil den Draw Effekt brauchst du gar nicht. Da benutzt du Sayuja Effekt. Sammeln Mirage aus der Hand. Mirage kann das selber Tribute für 2 Infinity Session Griff zu specialen. Das heißt, wir sammeln natürlich Necromancer. An Avenger. Da benutzt man Necromancer Effekt. Hier Archfiend zu sammeln. Dann searched Archfiend. Die Aged Barrier. Und wir gehen mit einem Level 1, 3 und 4. An einem Level 8 Synchro. Und zwar Underdust Dragon. Dann benutzt Underdust Dragon seinen Effekt. Hier ein Dark Monster zum Griff zu banishen und seinen Effekt zu kopieren. Wir banishen Mirage. Aber benutzen Hundred Dice Dragons in den Effekt.
Und wir sammeln einen Rim. Necromancer. Und Avenger. Aber wir benutzen Necromancer für Archfiend zurück zu sammeln. Dann Effekt Archfiend. Wie immer. Das hat die zweite Barrier. Ne. Gibt sogar noch ein besseres Play. Search Conjurer. Den sie selber zum Gravecast specialen. Wenn wir kein Card an der Hand tun. Dann overlayen wir Level 3 Wildcat und Level 3 Necromancer. Into Livia the Sea Dragon. Livia benutzt seinen Effekt. Er summoned Mirage zurück. Weil die Mirage kann just aus dem Grave nicht zurückgesummoned gehen. Dann machen wir Link 4. Into zweite Saluja. Brauche noch keinen Effekt heu. Am Game gebe ich den Effekt natürlich machen. Dann benutzen wir nächstes Mirage. Wir bieten hier hin. Hier. Ups. Benutzen wir nicht Mirage, wir können gar nicht. Benutzen wir Yuja. Dann Conjurer. Dann benutzen wir Effekt Mirage. Hier Rim. Archfiend. Necromancer. Dann Archfiend. Triggered. Hier, wie immer, Barrier. Dann Necromancer. Summon Trick. Avenger. Archfiend, Necromancer und Avenger. In Altness an 100 Dice Dragon. Effect 100 Dice Dragon. Banish Nes Mirage. Effect 100 Dice Dragon. Benutzt den kopierten Effekt von Mirage. Hier Archfiend. Necromancer. Archfiend. Searched. Break. Effekt Necromancer. Summoned. Avenger. Oder. Summoned Wildcat. Die Play geht durch. Da benutzt man den Effekt für Wildcat. Hier. Den Patriarch zu banishen. Das Wildcat Level 4 geht. Da können wir mit Archfiend der Wildcat direkt an den Savage gehen. Und der Savage equipt dann den ersten Verlust, den wir gemacht hatten. Dann overlayen wir Rim an der Levia. Levia ist ein Effekt. Kommen nächstes Mirage zurück. Dann Mirage. Summon Rim. Archfiend. Das ist im Moment am Funk ziemlich egal. Archfiend Conjurer. Archfiend Triggered. Search die Last Barrier. Das ist mir hundlo. 1, 2, 3. 4. 5. 6, 7 Negates. 8 Interruptions.